Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Gaming Tube Beef hier bei Dragon Ball Xenoverse 2. Wir haben uns entschlossen dazu, dass nachdem wir im letzten Part ein bisschen Koop gespielt haben, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir Gaming Tube Beef machen und uns jetzt hier gegenseitig die Fresse einschlagen bei Dragon Ball Xenoverse 2. Ja gut, ist aber kein Gaming Tube Beef. Es gehört ja mit zu. Es gehört mit zu Beta, aber es ist trotzdem ein Gaming Tube. Es ist ein 0.2 Beef. Das richtige Beef machen wir ja noch mit Xenoverse 1. Das machen wir dann auch noch. Aber das ist jetzt einfach nur. Es passt ja trotzdem in die Kategorie Gaming Tube Beef, weil wir uns prügeln. Ja, yes, Digga, dafür brauche ich keine Kategorie, um die auf die Fresse zu hauen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach zufällig Charakter auswählen. Also wir drücken Dreieck und nehmen dann das, was uns angeboten wird. Und mach ich dann beim nächsten Mal. Kurz vor Ende des Partys kämpfen wir mit unserem Charakter zusammen. Ganz witzig. Das war, wie gesagt, ich habe Thales jetzt. Ich habe ohne Scheiß nur einmal Dreieck gedrückt. Nee, ich hab Thales jetzt bewusst ausgewählt. Ich mach dann ab nächsten Mal auch einfach. Viel zu zufällig, ja. Ja, ich hab schon ausgewählt gehabt, bevor du. Der Tridi wieder. Alter. Ist ja wie der Freezer-Kampf hier. Was ist? Ich kenn gar nicht seine Angriffe, Alter. Was haben wir denn hier? Todeskiller, Frucht des Machtbaums. Viele Meteoren und Knelle. Boah, wie der hier rumwuselt, ne? Wusel, wusel, wusel. Oh, ey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ah, der Tridi ist noch ein bisschen mehr in den Kombos drin. Wie lange hast du jetzt, glaube ich, gespielt? Ich glaube, 4-5 Stunden hast du jetzt mittlerweile in der Beta. Ja, doch, ungefähr, ja. Was haben wir denn hier? Todeskiller. Ah, das war ziemlich nutzlos. Ey, die Attacke ist zurückgekommen. Ist sie? Aber er hat mich nicht erwischt, weil ich direkt im Angriff war. Aha. Was haben wir denn noch? Frucht? Nom, 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 nom. Ha! Du haust mir hier in so eine Attacke rein, während ich hier irgendeine Frucht gegessen habe. Okay. Wenn du hier den Son Goku machst, Alter. Ich gefuttert dabei. Ah, das hier, das hast du vorhin gegen mich eingesetzt. Ich hab nix. Ich hab nicht mitbekommen, wie die funktioniert. Warum zum Geier hat die jetzt kein Damage gemacht? Weil ich die Attacke auch eingesetzt habe. Was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich kriege hier aufs Maul, obwohl gar nichts passiert. Du stehst bei mir auch nur noch in der Luft rum, ne? Nee, ich spiele ganz normal mit dir. Wir haben gerade Serverprobleme. Ich ziehe dir nämlich auch nichts mehr ab. Nee, weil du mich. Du kämpfst bei mir dauernd die ganze Zeit nur in der Luft rum. Warte, ich müsste dich gleich haben, wenn du mal stillhältst. Bei mir hast du dich nicht mehr bewegt, du bist einfach nur blöd dagestanden und ich habe dich verprügelt. Und ich habe dann einfach mal so random aufs Maul gekriegt. Also bei mir hat sich das aufgehangen. So random aufs Maul, ist dann geil. Da, kannst du dann. Vielleicht ist das ja eine Cheater-Fähigkeit von unserem Turtle. Ich denke mal, das hat damit zu tun gehabt, dass wir. Weil wir haben ja beide die Super-Attacke gleichzeitig benutzt. Und ja, schön. Aber hat, jetzt drück Dreieck-Taste, damit er wenigstens also spannend hier wird. Machen wir. Was ist, am Ende des Partys machen wir einen Kampf unserer Charakter. Ich bin gerade Dreieck auf Cholera gelandet. Das nehme ich nicht. Ja, das ist natürlich in der Serie sehr, sehr ausgewogen. Aber ja, na, wenn du per Zufall auf deinem Charakter landest, den nehmen wir nicht. Was ein Zufall, ne? Ach, Mr. 3 Tonnen Haargel-Werbetyp. Eia! Man muss sagen, wir haben mal eine Nacht Xenoverse 1 so ein bisschen gespielt. Das hat Spaß gemacht, auch wenn man gemerkt hat, dass die Charakter, das werdet ihr dann sehen, wenn wir daraus ein Beef machen werden, dass die Charakter
Oh, das ist. Du hast es zwar abgekriegt, aber. Schon entscheidet, wer gewinnt, indem man gewiss bestimmte Charakter einfach benutzt. Das scheint hier nicht mehr so zu sein. Das werden wir sehen. Immer wieder sonntags. So heißt die Attacke nämlich Doppelsonntag auf Deutsch. Boah, Alter, wie der herumdasht, ne? So, dreifach. Komm mal her! Ich wollte dir einen dreifachen Strahl verpassen, aber. Der pausenlos nur mit einem kleinen Jungen irgendwo in den Alpen rumrennt. Was macht denn jetzt für eine Scheiße? Wochenende! Weekend. Haha. So heißt die Attacke. Eine Attacke von ihm heißt Sonntag, die andere Wochenende. Ich weiß, der ist. Oh, das ist vorbei. Also dafür, die Attacke, die zielt gut, aber dafür, dass sie so lange braucht, macht sie echt wenig Damage. Das muss man sagen, unser gutes Radieschen ist, was Combo angeht, fucking langsam. Ha, das kann man weiter aufladen. Das hat mir nichts gebracht. Ich mag seine Superattacke nicht. Der Kollege ist auch langsam, ist das Problem. Naja, der kannst du echt nicht richtig ausweichen. Nee, kannst du nicht. Dafür verbraucht er auch Ausdauer. Hier ist schnell die Attacke. So ist mein Dodonpa. Ja, so eine Kurzattacke hat ja jeder von den Jungs. Ja, die hat fast keine Reichweite. Oh, da verkeilen sie sich wieder ineinander. Du mit deiner Kack-Cheater-Attacke, der man nicht ausweichen kann, ne? Ja, dafür macht sie nicht so viel Schaden. Und geht voll auf die Ausdauer. Das wird jetzt ein Problem geben, da ich fast keine Energie mehr habe. Ja, ich komme nicht mal aufzustehen. Da haben wir die Strahlen gekreuzt, Ridi. So kann man es auch sagen, ja. Aber das muss man einfach mal sagen. Aber das ist auch neu. Ich meine, bei Xenoverse, wenn jemand auf dem Boden lag, war für die kurze Sekunde ja, nicht angreifbar. Das ist nicht mehr und, so. Deswegen war ich zuerst am Überlegen, die Attacke jetzt zu triggern. Aber hier funktioniert es. Aber finde ich auch gut. Weil das hier kann sehr nerven das. In so einem Zweikampfduell, wenn du dann mal die Lücke findest und die da nicht ausnutzen kannst, weil der Gegner nicht getroffen hat. Vor allem ist es halt gemein, wenn du dann gerade deine... Ich nehme jetzt mal eine andere Arena. Vor allem ist es dann halt heftig, wenn du dann gerade deine gute Attacke rausballerst quasi und die geht dann halt ins Leere. Ja, und vor allem wenn es ins Leere geht, obwohl der Gegner einen Fehler gemacht hat. Wenn der Gegner gut genug ist auszuweichen, dann ist das so. Oh, Piccolo hat Tentakelarme. Ja. Komm her, kleiner Mann. Der ist auf jeden Fall schneller als mein Radieschen. Gibt's hier irgendeinen Charakter, der keine Energie aufladen kann? Meiner kann keinen Energie aufladen. Aber der Nachteil ist gerade, wie du siehst, du kannst nichts machen, während ich dich hier am rumprügeln bin. Du hast ja gerade gesehen, was der da abgezogen hat. Oh, das ging voll ins Leere. Verpiss dich. Geh weg. Immer wenn diese Meldung kommt, krieg ich Panik. Boah, die Attacke ist aber auch mies, weil sie so schnell ist. Und gerade für jemanden wie Tridi, der gerne auf die Fresse gibt, ist die sehr mies. Weil jederzeit, wenn Tridi mich angreift, mache ich den hier. Im Moment kann ich nicht ausweichen. Ja, man muss auf die Ausdauer achten, ne? Die Ausdauer geht hier auf jeden Fall schneller futsch als im Hauptspiel. Da wirst du im LP ein bisschen umdenken müssen beim Draufhauen.
Das ist... Die trifft nicht. Okay, jetzt komme ich gerade zu gar nichts. Ich treffe mit der Attacke nicht. Die ist komplett nutzlos. Ich komme aber gerade auch nicht zu gar nichts. Der macht die Attacke nicht zu Ende von mir. Der macht die... Jetzt mach doch mal die Attacke, Alter. Boah, ich komme da aber auch nicht raus. Du haust mir auch meine Ausdauer weg. Hör doch mal auf zu spammen, Alter. Kleiner Mann, ganz klein. Ja, der hat fast nichts und die Attacke, die Attacke trifft, die hat aber bei diesen random Kämpfen sowieso nicht Glück gehabt. Den einen Abend hat er, glaube ich, auch nur 2 Runden gewonnen. Man muss aber fairerweise sagen, irgendwie 2 Runden von 15. Man muss aber auch fairerweise sagen, Tri kriegt auch immer die Charakter, die echt nichts reißen in so einem. Toll, jetzt habe ich Baguette bekommen, nur mit knapper Bekleidung. Also ohne Skill. Wie, darum also nochmal Dreieck. Spaß macht's aber auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf das GameCube Beef. Auf jeden Fall. Das Zweier. Das ist jetzt natürlich wieder so typisch Trinis Glück, Alter. Wobei, wie gesagt, dieses Mal, da die Statuswerte... Könnte Geschwindigkeit dein Plus sein. Ja, eben, da die Statuswerte ausgeglichen sind und so weiter, dürfte ich eigentlich jetzt auch... Ich habe genauso viel Lebensenergie wie du. Wunder, dass der Typ überhaupt mit seinen fetten Pranken was trifft. Hui. Okay, sogar der hat Energieaufladung. Ich meine. Sogar meiner hat Energieaufladung. Bei dir geht auch so langsam wie bei mir, ne? Das ist das normale Energieaufladen. Was macht das? Aua macht's. Wow. Ja, aber ich hab die beste. Tod. Okay, ich hab nichts gesagt. Die Pflanzenmänner sind immer noch nutzlos. Schön. Die Pflanzenmänner sind immer noch nutzlos. Es hat ein ganz, ganz dickes Aua gemacht. Ja, klar. Hast mich was gewonshottet. Das war Mobbing, Alter. Okay, das hätte ich den Kollegen nicht zugetraut. Schon wieder? Ah, okay, gut. Jetzt, je nachdem, was du kriegst... Ah, machen wir mal wieder hier. Je nachdem, was du kriegst, könnte... Ja, das ist jetzt... Das könnte lustig werden. Das könnte lustig werden. Ja, lacht er den Krillin aus? Ja, warte mal ab hier. Vanya Gerrigmon zeigt dir schon, wo es lang geht. Krillin immer noch der stärkste Mensch der Welt. Ja, ne, aber... Der kann nicht aufladen. Du hast meine ganze Energie aufgebraucht, ne? Klassiker von Krillin, ich musste ihn einmal machen, das war's wert. Ah, jetzt kann Tridi sich ein bisschen auspowern. Jetzt hört's aber auch schon wieder auf. Ich liebe diesen Effekt. Cool wäre, wenn da noch ein paar Quicktimes mit eingebaut wären. In diesem Moment. Und weg! Und tot. Boah, das sieht so ekelhaft, die Attacke. Unappetitlich, Freunde, unappetitlich. Was ich aber sagen muss, mein Krillinchen verwundert mich gerade ein bisschen. Denn er ist fucking schnell. Das macht Sinn. Jetzt haben wir uns verkeilt gehabt. Du hast eine Attacke gemacht, ich habe eine gemacht. Hast gesehen, wir haben uns gerade irgendwie verkeilt gehabt. Mhm. Die ist ziemlich gut, wenn es ums Treffen geht. Unser Feigling hier vom Dienst. Jetzt hat es mir meine Ausdauer gekostet. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht zum Aufstehen. Ah, Krillins Kamehameha heißt, es ist aber nicht mehr so wie in Teil 1. Ja, das war's. Da komme ich nicht mehr raus. Ja. Das ist nicht mehr so wie in Teil 1, dass
wenn jemand eine Kamehameha macht und er von hinten in dich reinrennt in deine Ki, dass das Damage macht. Dass das trotzdem Schaden macht. Ja, das macht auch keinen Sinn. Das habe ich gerade gesehen. Das oder macht aber auch keinen Schaden. Ist einfach zu klein. Nee, das macht aber auch keinen Sinn, dass das, wenn ich von hinten an dich ranfliege, dass ich in der Kamehameha lande. Das ist gut, dass das weg ist, weil es macht keinen Sinn. Boah, nee, den Pflanzenmann spiele ich nicht nochmal. Das hatten wir vorhin schon mal. Weißt du Bescheid? Verstehe ich gar nicht, warum du den Pflanzenmann nicht nochmal spielen willst. Oh, guck mal, gucken wir jetzt mal, ob Tenshin Han seine Revanche diesmal nutzt. Ja, schon wieder. Es ist nicht mehr so ein riesiger Backlash in dem Falle. Ja, wie gesagt, es macht auch Sinn, dass das nicht. Blablabla, verkeilt. Ja. Ich flieg gerne ein bisschen rum. Radieschen braucht ein bisschen Bewegung. Oh, komm. Boah, die Attacke ist so sinnlos, ne? Weg! Ja, Dummheit muss bestraft werden. Ja, ich krieg trotzdem gerade von dir aufs Maul. Ich habe nämlich keine Chance. Das hat zwar seine Vorteile. Die Attacke von Tenshin Han ist zwar richtig stark, aber ich brauche dafür. Du musst erstmal dazu kommen. Du brauchst Ausdauer dafür, weil jeder Schuss kostet dich einen Balken Ausdauer. Und da bekomme ich mit Raditz bei dir, das ist eben bei dir, probiere ich schon keine Superangriffe mehr. Weil bei jemandem wie Tridi, der halt viel auf Combo geht, ist es wichtig, schnelle Angriffe zu machen. Die müssen nicht viel Schaden machen. Aber Tridi wird dich niemals, das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Baguetta gegen ihn nachher verlieren werde. Oder gleich, weil bei Tridi lange Attacken könnte er knicken. Bei jemandem, der auf Kombos baut, ist es komplett für den Arsch. Oh, das ist okay. Die will, glaube ich, mit Yamshu den Boden wischen in der Serie. In der Serie definitiv, aber in einem Spiel. Ey, die blöde Katze von Bulmas Vater würde mit Yamshu den Boden wischen. Ich mag aber eigentlich Krillin, er spielt sich gut. Das macht Spaß, mit den Charakteren zu spielen. Ich freue mich auf das GameCube von Teil 1. Da ziehe ich mir Teil 1 gerne nochmal runter auf die PS4. Verkeilen wir uns schon wieder da drin. Wessen Ausdauer geht als erstes leer? Er hat natürlich wieder keine gute Attacke. Ah, wobei? Ah! Kratzfurie, der tat weh. Meine Güte. Guck mal, was der hier kann. Weil ich kann nicht damit umgehen, weil die musst du selber zielen. Wow. Der konnte ich nicht ausweichen. Ja, aber normalerweise kann, wenn du spielen kannst damit. Oi. Boah, Krillin, das wird heute aber auch echt nichts mehr mit dir. Das ist voll böse. Ich hab die beste Attacke aller Zeiten. Lass mich mal machen. Tut dir nicht weh. Guck mal. Hast gesehen, ich hab den Kamehameha gemacht, die nicht gewesen, die guck, nicht passiert. Guck mal. Beste Attacke, die es gibt. Kann mich totstellen. Ja, lass mich doch gucken. Ich tu dir doch nichts. Aua. Ja. Ja, die Attacke macht nichts. Guck, ich stell mich einfach nur tot und steh wieder auf. Digga, du hast mich gerade abgeschossen. Schon wieder? Du hast mich gerade abgeschossen. Hat sich mich totgestellt. Voll Damage gemacht. Au! Der Streuschuss.
beste Attacke im Spiel, weil die nie trifft. Jetzt hast du mich sogar rausgeprügelt aus der Attacke. Ich hätte ihn nicht einsetzen sollen. Komm schon, ich kann jetzt nicht. Ich kann mich jetzt nicht wehren. Na, jetzt kann ich mich nicht wehren. Also das Beam, das haben sie runtergesetzt, Alter, bis zum geht nicht mehr. Was gerade richtig ärgerlich war, der hat zwei Kamehamehas von mir gefressen. Ich habe die Animation gehabt, mir wurde die Key weggenommen, aber der Schuss kam nicht. Was ich gesehen habe, ist, du hattest... Krillin kann nie gewinnen, der arme Kerl. Ich mag Krillin. Ich glaube, ich habe dich beides Mal besiegt, dass du Krillin hattest, ne? Ja, immer. Der arme Krillin. Machen wir noch zwei Kämpfe oder was sagt die Zeit? Wir haben 20 Minuten, also wir haben ruhig noch... So, machen wir noch ein, zwei NPCs-Kämpfe und danach. Meine Güte. Ey, ohne Scheiß, kein Witz. Ich drück die ganze Zeit zufällig. Ich kann da nichts für. Mann und Brüder-Duell. Oh, ich hab sogar den Son Goku. Ich hab sogar den Son Goku, nicht der Son Goku, nicht die Son Goku, sondern den Son Goku. Ja, der hat Kaioken. Voll daneben gehauen. LOL! Das ging auch ins Leere? Was war das denn jetzt? Das war eine versuchte Kaioken-Attacke, die leider ins Leere ging. Alter, wenn du einmal jetzt hat sie getroffen. Bist, kommst du aber auch nicht raus. Das nervt schon ein bisschen hart. Ha, weggesprungen. Du bist eigentlich voll immer in Strahl rein. Okay. Oh. Na, ausgeglichen würde ich sagen. Kaioken! Da war's mit der Kaioken. Ausgeglichen würde ich das nicht nennen. Ich komme aus deiner Kombi nicht raus, egal wie viel Ausdauer ich habe. Komm da nicht raus. Raditz kriegt das nicht gebacken, Alter. Ist er überfordert mit. Da siehst du, du kommst da ohne Probleme raus, aber ich komm da echt nicht raus aus Son Gokus. Da, nix. Ah, jetzt bist du raus. Nach 20 Jahren. Au! Hab ich deine Kamehameha mit einem stumpfen Schlag unterbrochen? Warum bist du nicht umgefallen? Ich hab gewonnen, aber du bist einfach nur da gestanden. Nö, sieht gerade jetzt nicht ein, umzufallen. Warum? Nö, seh ich nicht ein. Also zwei Kämpfe können wir locker noch machen mit Randoms und dann können wir nochmal unseren Charakter nehmen. So, kann ich jetzt bitte mal... Dankeschön. Ah, mein Liebling. Der kleine Goku? Ja, Mann. Mit dem habe ich Trini so auf den Arsch aufgerissen. Mal gucken, ob Trini vielleicht ein besseres Händchen hat mit Krillin. Für den Ki. Hast du eigentlich schon getestet, ob es diese Möglichkeit gibt, hier auch mit den verschiedenen Waffen zu interagieren, wie es bei Xenoverse 1 der Fall ist? Das wissen ja wenige. Ja, der kleine Goku hat eine unmenschliche Ausdauer wieder. Hä? Huh. Das ging da mal, du lädst die auf und wirfst die dann. Ach, schade. Ja, Mann, ich kann ihn holen, glaube ich. Warte. Warte doch. Ich werde dir jetzt sicher zu erlauben, die Genki-Dama einzusetzen. Nein, nicht die Genki-Dama, Alter. Den Stab. Du kannst den Stab holen? Ja, ich habe hier eine Attacke, die heißt Kraftstab. Warte eben. Bleib weg von mir. Ich weiß nicht, ob das eine Attacke ist oder... Ich denke, das ist eine Attacke. Ja. Fusch! Ja.
okay, den haben sie gefixt. Der war in Xenoverse 1 um einiges powerhafter. Die Attacke, die Kombo ist voll nutzlos, weil die nie trifft. Schere, Stein, Papier! Energiediskurs! Ich hab's. Okay, jetzt. Krillin spielt unfair. Son Goku sauer ist. Oh, der hat. Oh, nice! Ja, das ist geil! Oh, Krillin ist aber gut. Hell. Ich hab dich Energie gediskust, während du Genki-Dama geprobiert hast. Das Geile ist, ich habe gar keine Animation bei der Genki-Dama. Weil ich dich unterbreche. Du musst ihn nochmal einsetzen, damit er sie wirft. Boah, jetzt habe ich ein Problem. Siehst du? Jetzt hat sie getroffen. Die macht unglaublich viel Schaden. Wenn sie trifft, dann ist die richtig heftig. Das bringt mir nichts, die Attacke. Aber die ist nicht mehr so gut im Treffen. Weil die war ja richtig übertrieben. Na gut, jetzt bin ich voll reingeflogen. Also die Genki-Dama haben sie fairer gemacht. Wenn sie sitzt, macht die unglaublich viel... Klein Goku war beim Friseur. Wenn sie sitzt, macht sie unglaublich viel Schaden, aber dafür ist es relativ schwer, dass sie sitzt. So, machen wir noch einen Random-Kampf und danach... Krillin, das dritte Mal gefistet in diesem Video und die viel Frisur sitzt. Gut, ich nehme ihn. Was kommt noch jetzt? Ein Random. Ah, Veggie gegen Fatty. Von der Story her... Du hättest ein bisschen Veggie gebraucht, mein Freund. Von der Story her müsstest du gewinnen, weil Veggie hat Fatty Bum Bum hier besiegt. Ich bin gespannt, ich... Alter, was ne... Der ist ja super schnell. Also... Ah, der kann auch Energie laden. Und sie alle. Ja, alle, die so ein bisschen powervoll sind und nicht Krillin heißen. Gott, ist ja süß, Alter. Voll die Headbutt. Der hat... Oh, was haben wir denn sonst noch? Okay, das ist scheiße. Aber du hast viel Ki-Energie. Den muss man aber erstmal voll kriegen mit Ki-Energie. Ah, nice. Ja, ich denke mal, der ist so ein bisschen Juggernaut-like, also... Wenn, dann richtig, ja. Er hat auch eine... Ziemlich der langsam, aber wenn er trifft, Alter... Der hat auch verdammt viel Verteidigung. Schon mal. Der hat auch viel Hat auch viel Verteidigung und... Ja, siehst du, jetzt bin ich hinter dir, mir passiert nichts. Hm. Alter, wie... Ja, aber so soll es ja auch sein. Wenn das ist halt eine Attacke, die du von weitem einsetzen sollst und nicht... Lass mal aufhören, hier hin und her zu fliegen. Hä? Was geht denn jetzt ab? Alter, meine Kamera kam gerade überhaupt nicht nach. Headbutt. Au, von hinten. Solarstrahl. Alter, das ist so verbuggt gerade an manchen Stellen. Ja, ich hab da keine Chance, weil... Geht das meiner nur, ist so langsam. Weil die Kamera nicht hinterherkommt durch seinen Folgeangriff. Meiner ist zu langsam. Ich kann mich nicht wehren. Das trifft auch nicht. Und die Attacke ist viel zu langsam. Na, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Du hast dich umgedreht. Hat er? Ja, du hast dich umgedreht, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Boah, da habe ich dich leicht gekriegt mit der Super Genki-Dama. Keine Chance mit dem Fatty.
Die Attacke ist super, weil sie schön daneben geht. Keine. Das ist heftig. Schön, macht aber Spaß. Das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das macht auch mehr Spaß, dass durch das neue Kombi-System. Nö, der Eins hat auch Spaß gemacht mit Random Character, auch wenn echt bescheuerte Kombination dabei rausgekommen ist. Das auf jeden Fall durch den Random-Effekt. Jetzt nehmen wir unseren eigenen Charakter. Alles Letzter klar. Kampf, weil wir sind bei 30 Minuten. Ich denke, das reicht. Bagetta versus Kolra. Jo. Ah, bin mal gespannt, wie dein Kolra sich gegen meine Kroketta schlägt. Aber jetzt muss erstmal Bagetta, die nächste Generation muss erstmal ran. Das wird interessant. Wobei. Ja, du hast einen Vorteil. Meine Bagetta ist auf Fern-Key-Attacken gedrillt und auf welche, die sehr langsam sind. Gott, Alter, ist das lächerlich, Alter. Aber ihr merkt, da ist der Tridi ein bisschen besser als ich, weil er einfach durch das LP sich einen anderen Kampfstil angewöhnt hat. Er ist in Hau drauf besser. Ich bin da eher so der Key-Typ. Hallo? Komm ich da jetzt auch mal raus? Nö. Du hast aber eine höhere Ausdauer als ich, Ding. Ja, natürlich habe ich eine höhere Ausdauer. Ja, aber eigentlich sollte das Leveln doch raus aus sein. Warum treffe ich dich damit nie? Das sollte eigentlich treffen, das ist total komisch. Weil mir bringen die Angriffe nichts. Ich komme gerade gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh, du hast meine Isis-Attacke überlebt. Lol, ich habe sogar dreifachen Super Saiyajin. Kann nicht richtig. Ja, das ist es halt. Also ausgeglichen nenne ich das nicht. Du hast eine viel höhere Ausdauer. Alter! Ich komm mit deiner Ausdauer nicht hinterher. Das ist das Problem. Das hat man bei Xenoverse 1 als Problem gehabt bei den Random Character. Wenn du mit der Ausdauer hinten bist, hast du schon verkackt. Die Ausdauer ist ausschlaggebend. Okay. Ich komm mit der Ausdauer nicht ansatzweise an dich ran. Ach. Das war nicht fair, mein Freund. Das war aber auch nicht ausgeglichen. Ich weiß es nicht. Du hättest weder Saiyajin 3 machen dürfen, noch hättest du mehr Ausdauer als ich habe. Im Grunde genommen. Und du hast auch mehr Damage im Schlag gemacht als ich. Also das Level ist doch. Ich weiß aber, es ist aber definitiv angepasst, das weiß ich nämlich, weil ich selber nämlich nicht genug Ki habe, um überhaupt Super Saiyajin 3 zu verwenden. Also ich hab sogar mehr Ki als ich normalerweise. Ausgeglichen ist es aber nicht, weil ich hätte dann von der Ausdauer an dich ausgeglichen sein sollen. Ich habe die Standardausdauer gehabt. Ja, ich habe aber auch Punkte. Ich habe 10 Punkte in Ausdauer und Ki, ne? Ja, ich auch. In Ausdauer habe ich nichts. Es steht aber auch hier, Objekte nicht nutzbar und Level nicht aktiv. Das heißt, wir sind nur levelmäßig gleich. Die Stats, die wir verteilt haben, zählen schon. Ja, da habe ich keine Chance gegen gehabt. Mhm. Gut. Aber im Gaming Tube Beef haben wir das Problem ja nicht. Da spielen wir ja mit Randoms und dann entscheidet sich, wer von uns mit den meisten Randoms gewinnt. Da verliere ich dann wieder dank Saiyan. Je nachdem geht der Punkt an mich, glaube ich. Ich habe ein, zwei Kämpfe mehr gehabt. Doch, auf jeden Fall. Solange, da hast du auf jeden Fall gewonnen. Solange, da verliere ich dann wegen Cyberman. Da verliere ich wegen Platz. Nee, aber wie auch bei Xenoverse 1 macht Spaß und. Das auf jeden war Fall. War das unsere. Alpha, Beta, Show? Ja, Kirito. Ich glaube, eigentlich haben wir. Ist leider vorbei, Kirito. Musst du wieder nach Sword Art Online gehen. Hier gibt's leider nichts mehr zu sehen. Ne, eigentlich haben wir's. Wir haben Parallelquests ein paar gemacht. Wir haben den 9-6er Gruppenkoop-Modus haben wir getestet.
Und jetzt haben wir uns noch ein bisschen gebieft, also von daher. Sonst gibt es nicht großartig viel. Dann sind die Leute, dran. Also Dragon Ball Content mäßig, könnt ihr euch dann auf den auf das Xenoverse 1 Battle freuen, wenn es denn dann irgendwann kommt. Ihr wisst, wir geben uns da keinen Stress, wenn wir da Bock drauf haben. Und ja, auf das eventuelle Let's Play. Dann hier dann auch mit dem Let's Play los, oder? Ich weiß nicht, dieses Jahr noch. Wir werden sehen, wie ich da Bock drauf habe. Ja, wir müssen natürlich gucken, es sind ja andere Projekte noch geplant, eben, das muss noch ein bisschen archiviert werden. Gut, dann von meiner Seite aus verabschiede ich mich erstmal. Danke, dass ich bei dieser kleinen Preview bei dir dabei sein durfte. Tridi, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich neige meinen Dragon Ball und meinen Gaming Hut vor dir. Schön gekämpft, hat Laune gemacht. Hast du deinen Hut frei vor mir? Hab ich meinen Hut frei, den ich eigentlich im nächsten Stream verschenken wollte, jetzt an dir gegeben. So eine Scheiße aber auch. Ich verlose den dann unter den Zuschauern. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zusehen. Bye, bye. Nee, ich habe auch noch zugesehen.